Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und heute möchte ich mit euch einen richtig tollen Butterbrot-Papierstern basteln. Nee, nicht die herkömmlichen, die ihr kennt, mit so 40 cm im Durchmesser. Nein, ein XXXXL Butterbrot-Papier-Tüten-Stern. Ungefähr 80 cm im Durchmesser wird er zum Schluss haben. Und es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ich habe es tatsächlich auch schon mit Kindern gemacht. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen, wie das geht. Ihr braucht, klar, Butterbrotpapiertüten. Ihr benötigt eine Schere. Ihr benötigt zwei Streifen etwas festeres Papier. Ich glaube, das sind jetzt 3 cm in der Breite. Ja, genau. Ihr benötigt ein Lineal, ein Bleistift, vielleicht einen Radierer. Ihr benötigt eine Aufhängung. Ich habe da so ein ganz dezentes Bändchen jetzt ausgewählt. Ihr könnt natürlich auch wirklich richtig schönes Schleifenband nutzen. Ihr benötigt Kleber und vielleicht auch noch ein Stück Klebeband. So, dann können wir auch schon starten. Und zwar benötigt ihr von diesen Butterbrottütchen 30 Stück an der Zahl. Das ist eine ganze Menge, aber ja, es lohnt sich. Und jetzt nehmen wir erstmal zwei. Die anderen lege ich beiseite. Und ich lege sie mir so hin, dass die linke Butterbrottüte nach oben hin geöffnet ist und meine rechte Butterbrottüte nach unten geöffnet ist. Also die Öffnung nach unten zeigt. Jetzt nehme ich mir meinen Klebestift. Und jetzt Vorsicht, ich streiche jetzt nicht die gesamte Lasche hier ein, sondern nur dieses kleine Stück. Also ich versuche dieses und dieses wirklich auszusparen, nur dieses kleine Stück. Das hat nachher ganz im Anschluss auch einen Grund. Dazu kommen wir dann später. Na, wobei ich kann es ja eigentlich auch gleich sagen, wenn man dieses und dieses mit zuklebt, also mit Kleber versieht, dann ist es so, dass sich nachher der Stern im Gesamten nicht mehr wirklich richtig gut öffnen lässt. Also dann reichen einfach A, 30 Tüten Butterbrotpapier nicht und zum Zweiten lässt er sich einfach nicht gut öffnen. Diese beiden lassen wir aus und meine rechte Butterbrottüte streiche ich diese, ups, da bin ich, diese gesamte Länge gut ein. Und nun gehe ich her, mache meine linke Tüte auf und schiebe die rechte Tüte ganz unten hinein. Lass sie zu, also lass sie schließen und ziehe meine rechte Tüte und meine linke Tüte wieder ein Tickchen auseinander, sodass ungefähr, ich nehme gleich einmal ein Lineal. Man sieht es ja, Butterbrottüten sind ja recht transparent. Ich komme ein bisschen dichter ran. Das war mein Kleber, macht nichts. Man kann es ja sehen, die Lasche. Und ich schaue mal eben, das sind knapp 2 cm, die untere, also die rechte Tüte durch die linke Tüte durchscheint. Also diese kleine dünne Lasche. 2 cm. So, nun lege ich mir meine erste Sternchenlage einmal hin und gehe her, nehme meine zweite. Mein zweites Tütenpaar zur Hand und mache genau dasselbe. Streiche hier nur diese kleine Fläche ein, hier die gesamte Fläche. Schiebe das Ganze rein. So, warum habe ich die jetzt hier liegen lassen? Einfach als Schablone zur Abmessung, dass jetzt meine Tüten gleich lang werden. Ich richte mich nach rechts und nach der linken Seite. Das macht das Ganze einfacher, als würde ich jetzt immer hier ausmessen mit diesen 2 Zentimetern, was auch nicht hinkäme, weil die Tüten wirklich nicht exakt sind. Also ich habe festgestellt, manchmal sind es tatsächlich auch ein bisschen mehr. Nun habe ich zwei meiner Tütenpaare schon fertig und zum Lagern, also zum Trocknen, zum Lagern, zum Trocknen würde ich sie tatsächlich einzeln hinlegen, dass nicht doch, wenn hier ein bisschen Kleber irgendwie austritt, so wie es hier gerade der Fall ist, an die andere Tüten
ins andere Tütenpaar rankommt. Ich lege es jetzt einmal hier rüber. Ich habe hier meine 15 Tütenpaare schon fertig, schon vorbereitet. Und die sind auch gut durchgetrocknet schon. So, und jetzt gehe ich her und nehme mir, und jetzt lege ich das mal beiseite, nehme mir ein Tütenpärchen nach dem anderen. Und zwar lege ich sie so vor mich her, dass die geöffnete Seite nach oben zeigt, also diese Laschen. Und streiche hier unten recht gut ein und ungefähr auch eine Klebebreite, genau in der Mitte bis oben hin. Das kennt man ja noch von den anderen Sternchen. So, lege hier mein zweites Tütenpaar drauf. Und das mache ich jetzt mit 5 Tütenpaaren, die ich übereinander klebe. Und dann klebe ich die nächsten Tütenpaare separat übereinander. Das hat auch einen Grund. Es lässt sich einfach, das Muster, welches man sich aussieht, lässt sich durch 5 Tütenpaare einfach besser ausschneiden, als würde ich jetzt alle 15 Tüten übereinander kleben. Das beschwert das saubere Schneiden ungemein. So, jetzt habe ich schon 3. Jetzt habe ich meine 4. Damit wären wir jetzt fertig und jetzt gehen wir her und denken uns ein hübsches, hübsches Muster aus. Nun lege ich 2 meiner Tütenstapel beiseite, widme mich erstmal meinem einen Stapel, wieder die Laschen nach oben zeigend, also die Laschenöffnung, Tütenöffnung nach oben. Und ja, jetzt schaue ich erstmal, dass ich die Mitte, 12,5, also 6, etwas, setze ich mir einen Punkt. Und jetzt muss ich natürlich schauen, wie spitz möchte ich meine Spitze haben. In der Regel denke ich, sind 8 cm immer gar nicht so schlecht. Ich nehme jetzt mal 9. Und auch hier. Und verbinde diese beiden Punkte miteinander. So. Das ist eigentlich der Vorgang, wie man das von dem kleinen Stern her auch kennt. Ich setze mir eine Linealbreite und hier mein erstes Muster. Welches nehme ich denn? Dann nehme ich jetzt hier mein Dreieck, setze auch hier einen Punkt und hier einen Punkt. Und achtet bitte darauf, ich zeige euch das mal an einer Tüte. Hier könnt ihr das ja gut erkennen. Hier sind ja die Seitenlaschen und die gehen bis hierher. Man kann es richtig gut erkennen, weil es durchschimmert. Schneidet eure Muster bitte nicht über diese Linie hinweg, weil dann ist der ganze Stern sehr, sehr instabil. Also achtet darauf, dass ihr tatsächlich nicht diese Lasche, also diese hier, durchtrennt, sondern dass ihr tatsächlich Muster wählt, vielleicht bis hier so dran. Lasst noch einen Zentimeter Abstand und da kann man sich mit Mustern wunderbar austoben. Also man kann hier so Dreiecke in diese Richtung nutzen, man kann aber auch Dreiecke in diese Richtung und auch zwischen den Mustern, zwischen 2 Mustern sollten gut und gerne 3 cm Luft bleiben. Also nicht wie hier jetzt so mit 1,5 oder so, sondern tatsächlich erst wieder hier ansetzen mit dem nächsten Muster. Dann habe ich hier ungefähr 3 cm, ja 2,5 cm, denke ich mal, suche ich mir aus, ich mache mir hier ein Dreieck. Das muss auch nicht wirklich ganz akkurat sein. Also ich bin jetzt einfach nur so, dass ich
Jetzt habe ich Mist, Bock, Mist. Ich nehme mir zwei Linealbreiten Abstand. Klar, Jana. Dann nehmen Sie auch. So, im Quatschen vergessen. So, hier habe ich meine zwei Linealbreiten. 1, 2. Hier habe ich meine Punkte. Und jetzt setze ich mir hier mein Dreieck. So, meine zwei Linealbreiten. 1, 2. Hier habe ich meine zwei Punkte gesetzt. Und zeichne mein Dreieck. Jetzt nehme ich wieder eine Linealbreite. Das sind ja ungefähr immer, das waren das jetzt 3 cm, von daher passt das. Und setze mir auch da eine kleine Markierung. Nehme mir wieder eine Linealbreite. Ich finde, das passt immer ganz gut, so diese Linealbreite. Und jetzt kann ich hergehen und mal hier mal so ein hübsches Herz drauf. So ein halbes hübsches Herz. Ich zeige euch das gleich. Hier auch so ein halbes hübsch. Naja, ein Tipp, wie man ein richtig, richtig schönes Herz hinbekommt. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier die Linealbreiten und jetzt setze ich mal 1, 2, 2,5 cm. Auch hier 1, 2, 2,5 cm. Habe ich mir erstmal ein Dreieck vorgezeichnet und hier ist es ein wirklich schönes Herz geworden. Hier seht ihr, gefällt mir nicht so. Insofern kommt das noch mal weg. Das sind so kleine Hilfen, die man gut nutzen kann. Einfach eine Eiskugel oben drauf zeichnen. Fertig. Ein Muster setze ich noch. Ich versuche, dieses Stück hier auszusparen. Also hier, wo die Laschen zusammengeklebt sind, sondern gehe tatsächlich da drüber hinweg. Auch wieder mit diesen 3 cm Abstand. Setze mir noch eine Markierung. Und jetzt überlege ich, was kann man jetzt für ein Muster setzen. Ich nehme, entscheide mich noch einmal für ein Dreieck. So, das Ganze schneide ich jetzt einmal aus. So, nun gehe ich einfach her und nutze dieses als Schablone, trage mir das auf meinem zweiten Stapel übertrage ich mir dies, schneide auch dieses aus, übertrage mir dieses auch auf meinem dritten Stapel und schneide es aus und habe somit meine 3 Tütenstapel ausgeschnitten mit dem gleichen Motiv. Und dann kann es auch schon weitergehen. So, dann kleben wir sie jetzt einfach mal zusammen und dann sind wir auch schon fast fertig. Also ich finde, es ist auch wirklich recht fix gemacht. Und glaubt mir, es ist ein Hingucker, egal wo dieses Sternchen hängt, wo dieser Stern angebracht ist. Ich habe schon einen am Fenster und habe eine LED-Kerze stehen auf der Fensterbank. Und das sieht so toll aus, auch von außen, also wirklich richtig, richtig klasse. Wurde auch schon von einigen angesprochen, was das für ein toller Stern ist. Also tatsächlich lohnt sich, dieses einmal auszuprobieren. So, damit wären wir jetzt fertig. Und was wir jetzt noch anbringen, sind unsere 2 Papierstreifen. Also das ist so ein bisschen festeres Papier. Es ist keine Tonpappe,
Also kein Tonkarton, sondern Tonpapier. Jetzt haben wir es. Genau, es ist kein Kopierpapier, welches recht fein wäre. Es ist Tonpapier. Wir können schauen, was ihr da habt, was ihr nutzen könnt. Also Tonkarton würde auch gehen. Dasselbe hier auf der anderen Seite. Und nun nehme ich mir auch schon meine Aufhängung. Schau mal, wie lang ich das haben möchte. Wenn ihr ab und zu so ein Rumsen hört, das kommt von draußen. Hier ist tatsächlich eine mega Baustelle draußen. Und von daher bleibt natürlich Baulärm auch nicht aus. Das ist dann so, da müssen wir durch. So, nehme ich mir auch schon einen Klebefilm. Klebestreifen fixiere mir mein Schleifenband. Ich habe bei einigen Stellen tatsächlich jetzt hier einfach nur Kleber aufgebracht, habe das Schleifenband draufgelegt und habe dann ja nochmal mit Kleber bin ich nochmal drüber gestrichen und habe da meinen Stern geöffnet, um dieses dann zusammenzukleben. Und dann rutschte mir das Bändchen wieder raus und das war doch sehr ärgerlich. Insofern fixiere ich es sehr, sehr gerne mit einem Stück Klebeband und dann sollte es auch halten. So, ja, und jetzt kommt gleich der spannende Moment, wenn es noch ein bisschen angezogen ist. Also ich würde dem Stern tatsächlich noch mal 5 Minuten geben, dass der Kleber, den wir gerade aufgebracht haben, richtig gut anziehen kann. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum allerschönsten Moment. Wir öffnen diesen Stern. Ich bin ganz gespannt, wie es ausschaut. Ich stelle ihn einmal auf die Seite und gehe vorsichtig her und öffne ihn. Und es empfiehlt sich immer tatsächlich auch mal so in die einzelnen Tütenspitzen reinzugreifen, also die Tütenöffnung. Es kann immer passieren, dass doch mal zwei Tüten so ein ganz wenig aneinander haften, die wir ja zusammengeklebt haben. Und dann würde man sich den Stern wahrscheinlich auseinanderreißen, wenn man ihn halt doch gewaltsam öffnet. Aber das schaut ganz gut aus, sehe ich gerade. Insofern öffnen wir ihn tatsächlich einmal. Wow, also ich bin mega, mega, mega begeistert. Und ich denke mal, das Fertige, also jetzt klebe ich ihn hier oben noch einmal zusammen. Und ja, ihr könnt ihn, glaube ich, im hängenden Zustand gleich so richtig schön bewundern. So, was euch auffallen wird, hier sind überall so kleine Laschen, die nach oben schauen. Die bleiben nicht aus, die sind einfach da. Ich finde sie gar nicht so schlecht, weil auch damit kann man ja was anfangen. Also man könnte jetzt hergehen und man könnte die Laschen einmal schräg wegschneiden. So, ich bin jetzt kein Linkshänder, mache das insofern einmal so herum. Und jetzt kann man hergehen und die Laschen tatsächlich einmal anspitzen. Und das mache ich dann natürlich mit allen Laschen, auch auf beiden Seiten. Und was man auch machen kann, man kann ein Motivstempel nehmen und in dieser Lasche vielleicht einen kleinen Stern ausstempeln. Also da könnt ihr euch tatsächlich so richtig schön austoben, was ihr mögt, was euch beliebt. Und ja. Ich wäre ganz gespannt auf eure tollen super XXL-Sterne. Und die könnt ihr mir sehr, sehr gerne zukommen lassen. Und zwar auf Instagram unter Degojana. Und ja, ich wäre mega, mega, mega gespannt. Ich werde dies gleich noch ausarbeiten, werde ihn öffnen, werde ihn hinhängen und gleich im Anschluss im Vollbild, das kennt ihr von mir, könnt ihr ihn im Ganzen bewundern. Ich wünsche euch mega, mega viel Spaß beim Basteln dieser Idee, dieses Sternes. Und ich finde, das ist auch eine nette Geschenkidee für die Großeltern, vielleicht zum Nikolaus oder so. Und dann können sie sich den Stern ins Fenster hängen. Ja, oder einfach mal das ganze Haus richtig schön ausschmücken mit XXL Butterbrotpapiertüten. Sternchen. So. Ja, in diesem Sinne ganz viel Spaß beim Nachmachen, viel, viel Freude damit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei sein.
Bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.